Wie kreativ bist du wirklich? Oder denkst du, naja, das dürfte mehr werden? Und oft einmal hängt es ja damit zusammen, dass wir es uns nur nicht zutrauen oder nicht zulassen, dass wir vielleicht viel zu schnell Bewertungen abgeben über unsere guten Ideen, dass wir es im Keim ersticken. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Ich möchte einfach die Schritte und Tricks und Tipps geben, wie du noch kreativer wirst, als du schon bist. Und mein Name ist Martina Siegel und ich freue mich einfach, dass du jetzt dabei bist. Und ja, erlebt habe ich das genau gestern wieder. Ich bin gestern in einem Meeting gewesen. Wir waren so eine Gruppe, ja, Geschäftspartner. Wir haben alle unser eigenes Business und haben heute halt ein bisschen Social Media gesprochen. Wie macht man Werbung? Wie macht man Marketing und so weiter? Und da waren ein paar Ideen und da haben wir am Anfang gesagt, na, das glaube ich nicht, das funktioniert. Und dann haben wir aber in der Gruppe miteinander lauter Ideen zugelassen, ohne zu bewerten. Und auf einmal ist da wirklich ein großes Ding entstanden. Also das kann eine Idee sein, wie du zu mehr Kreativität kommst. Und das passiert oft so, ja, du kennst es, wenn es lustig ist, wenn es Spaß macht, wenn man so blöde Sachen miteinander kombiniert, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, dann kommen super Ideen raus. Also das ist gestern passiert und deshalb habe ich mir gedacht, widme ich dieses Thema heute der Kreativität, weil es unser Leben lustiger, spannender, erfolgreicher macht. Auch erfolgreich. Weil wenn du Unternehmerin bist oder werden möchtest oder Unternehmer, dann hilft dir die Kreativität, deine Idee umzusetzen und auch aus deiner Idee was Einzigartiges zu machen. Und genau das haben wir gestern gemacht, so Sachen, die gar nicht zusammenpassen, einfach zusammenstopfen. Und da gibt es immer eine ganz tolle Übung. Was wollte ich eigentlich nur sagen? Ich wollte dir ja nur vorher noch was sagen. Ein Beispiel, wo du das vielleicht auch schon erlebt hast, wie kreativ du bist, wo du gar nicht gedacht hast, dass das kreativ ist. Aber vielleicht hast du eine Kollegin oder einen Kollegen, die schon mal gefragt haben, gell, bevor ich das E-Mail wegschicke, lies mal, ob keine Rechtschreibfehler drinnen sind. Oder ein Brief oder sowas, gell. Und dann liest du das und dann fällt dir einfach ein schönerer Satz ein. Da sagst du, na, ich würde den Satz überhaupt nicht nur die Rechtschreibung korrigieren, ich würde den Satz selber anders schreiben. Und dann bist du viel näher so, keine Ahnung. Und genau das ist in der Natur so. Die Natur will auch immer verbessern. Das ist natürlich, dass man einen Text leichter verbessert als selber zu schreiben, also neu zu kreieren, also aus vorhandenen Dingen etwas besser machen, was Neues zu machen, wenn man es kombiniert. Das ist leichter als komplett was Neues zu machen. Und so, wenn du so eine Erfahrung hast, dann ist jetzt der Tipp, den ich dir gebe, eine ganz tolle Sache. Und zwar, das hat die Vera Birkenbiel so schön und erklärt, vielleicht kennst du die noch, und die hat das gemacht mit dem Stadt-Land-Berg-Fluss, kennst du das Spiel noch aus der Kindheit, da haben wir diese verschiedenen Wissensgebiete nebeneinander geschrieben, Linien gemacht und dann mit dem Alphabet, dann wer zuerst die Reihe mit dem Alphabet fertig hat. Also zum Beispiel, Stadt ist Salzburg, Land ist Salzburg, ganz schwer nämlich, für die Deutschen vielleicht. Land und Stadt gibt es in Salzburg. Es gibt dann den Fluss Salzach, es gibt die Blume, Schlüsselblume, es gibt dann vielleicht in der Quantenphysik was, es gibt vielleicht in Länder, was die interessiert, oder Wissensgebiete, wo du die noch nicht auskennst. Die tust auch da dran rein. Vielleicht auch Sprache. Das sagst du, du möchtest Sprache lernen, dann nimmst du drei verschiedene Sprachen und suchst da ein Wort, das vielleicht so mit den Buchstaben beginnt. Und dann hast du automatisch verschiedene Wissensgebiete, vielleicht Quantenphysik oder so, oder Sprache, Französisch, Russisch, Chinesisch. Und dann hast du da die Worte schon. Und jetzt hast du spielerisch, erstellst du dir diese Liste. Wobei, natürlich ist es, wenn du schwerere Gebiete rein tust, nicht so in einem Tag gemacht. Ja, so eine Liste kannst du auf ein größeres Blatt machen und auf der Wand aufhängen oder auf einem Kasten irgendwo, wo du Platz hast. Und dann kannst du ständig ergänzen. Das ist die erste Art. Da kann man auch leichter lernen mit der Technik. Aber das zweite, du kannst da dann, wenn du fertig bist, aus jedem Wissensgebiet ein Wort, auch mit unterschiedlichen Buchstaben, Alphabeten, raussuchen. Und jetzt einen Satz mit allen diesen Worten bilden. Und das ist extrem kreativ. Und du wirst sehen, das macht total viel Spaß. Das kann man natürlich auch in der Gruppe machen, einen Wettbewerb draus machen, wer den schönsten Satz hat oder so, oder den lustigsten.
Und das ist so eine Technik, wie man Kreativität fördert. Und wenn du dann schon mal in dem drinnen bist, das Neue zuzulassen ohne Vorurteil, dann wird dein ganzes Leben reicher. Ob das bei der Kindererziehung ist, ob das in der Familie ist, mit Freunden, im Beruf, überall wirst du merken, wird es lustiger, leichter, kreativer und spaßiger. Und genau das wünsche ich dir jetzt. Und wenn du nur mehr Tipps möchtest, wie man seine Kreativität fördert, habe ich jetzt eine Checkliste erstellt mit 7 weiteren Tipps und Tricks. Und die kannst du dir einfach ganz einfach holen. Schick mir einfach eine E-Mail oder eine Sprachnachricht oder melde dich einfach bei mir. Die Kontaktdaten sind dann in den Shownotes. Und dann schicke ich dir diese Checkliste zu, damit du deine Kreativität leichter und spaßiger und freudiger umsetzen kannst. Ja, und jetzt danke ich dir, dass du dabei warst, dass du dir das Video angeschaut hast. Und wie gesagt, du kannst gerne dieses Video auch teilen. Du kannst mir ein Zeichen da lassen, dass es dir gefallen hat. Und ich freue mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, Mut macht mutig oder Mut macht Wecker. Aus der Serie entsteht ja das. Und dann freue ich mich einfach, wenn du wieder dabei bist. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke fürs Dabeisein. Bis demnächst. Alles Liebe, deine Martina. Und vergiss nicht, heiter immer weiter.